Sorge, es ist praktisch tot. Sind Sie da sicher? Wow. Praktisch, ne? Sieht aber nicht so aus wie tot. Eigene Abwehrmechanismen hier, wa? Alter, in den Viechern lebt noch ein Viech. Na komm, stirb! Alter. Lass mich doch mal hier ein bisschen zumindest Raum und Luft und so. Was ist denn jetzt los? Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Na gut. Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Praktisch. Praktisch tot, aber nicht theoretisch. Na, jetzt kommt wieder von hinten so ein Viech. Alter, lasst mich doch mal einfach zufrieden. Alter. Zermatscht. Bisschen hier im Nahkampf. Ich werde das hier hinkriegen. Isaac, alles in Ordnung? Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Alter, wie hässlich und ekelhaft das aussieht. Ich schieße einfach auf jeden Nerv hier drauf. Und ich sehe. Nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Ich sehe hier absolut nichts. Wo muss ich denn lang? Da. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Einen aktiven Knoten? Das hört sich so eklig an. Und das ist auch so eklig, in dem Körper von einem Alien zu sein gerade. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Wo muss ich lang und wo warten die nächsten Viecher auf uns? Das ist hier die Frage. Ich werde jetzt erstmal hier nur so mit dem Plasmacutter rumrennen. Uah. Na, wo ist der nächste Knotenpunkt? Da oben. Was war das? Scheiße, es hat funktioniert, es hat funktioniert!
Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Holt mich hier raus, verdammt! Ja, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Ich will hier raus, ich will hier raus! Alter, ich will hier raus. Okay, so hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchen. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut, ich gehe zurück zu dem Käfig. Ich bin schon im Käfig, lasst mich jetzt hoch, bitte. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton? Norton! Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Und da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar. Ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Puh, da waren wir gerade drin, in diesem ekelhaften Viech. Und jetzt müssen wir an eine Felswand, wo wir haben die Position des Markers gefunden. Das ist schon immer sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das Viech wird jetzt gleich irgendwie wegspazieren. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! 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 So ein dreckeliges Arschloch. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. So ein dreckeliges Arschloch. Ich will ihn unbedingt umbringen, ehrlich gesagt. Oder ihn zumindest sterben sehen. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis wir am Marker endlich sind. Bis wir das Ziel erreicht haben und ihn endlich zerstören können. Denn das ist mir ein großes Anliegen, diesen Marker nochmals zu zerstören. So, damit sind auch die Bots wieder zurück. Und die schicken wir dann direkt auch wieder auf die Suche. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Da vorne. Und wenn wir hier vorne noch den nächsten Bot platzieren. Jetzt hier. Sucht, meine kleinen Bots. Sucht. Alle Waffen sind nachgeladen. Das ist sehr schön. Und ich habe die Befürchtung, dass dieses Viech gleich auftaut und uns hier fertig machen will. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben. Vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten... Ah, das kennen wir doch schon. Aber woher kommt das denn? Dieser Frage werde ich nachgehen. Das kennen wir ja schon. Ich dachte gerade, das wäre was Neues. Müssen wir da lang? Nein, da lang. Dann werden wir auch da lang gehen. Altmetall gefunden.
Und noch irgendwas anderes. Ein paar Platinenteile. Oder Sensorteile. Eins von beiden. Munition, Somatgel. Somatgel haben wir mittlerweile so viel. Ich weiß nicht, wofür ich das noch überhaupt brauchen soll. Oder brauchen kann. Außer vielleicht für Anzugaufwertungen etc. So. An die Bank brauchen wir nicht, da waren wir ja gerade erst. Und wir müssen jetzt zum Fuße des Berges. Ach, nicht schon wieder die. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir. Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber die anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen, und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danik. Wir hatten einen Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Wieso rettet er ihn? Jawohl! Jawohl, mein Plasma-Cutter. Oh Gott. Es geht jetzt gegen dieses Riesenschiff zu kämpfen. Scheiße. Ich hasse diese... Ich hasse diesen Typen so. Und auch noch... Wartet, ich werde da gleich drauf eingehen. Wow, verflucht, was ist das denn? Ich wusste, dass das Viech zum Leben erweckt wird. Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Bewegung noch! Los doch! Was ist das für ein fucking Viech? Alter. Ich weiß nicht, worauf ich zielen soll. Ich weiß nicht, worauf ich zielen soll. Da! Das Herz. Boah, geht weg hier. Und da kommt die Hand! Oh, der Tentakel, nicht die Hand. Ach du Scheiße. Der kann man ja kaum ausweichen. Schießen Sie auf die gelben Stellen, Kerber! Ich glaube, wir machen's nur wütend! Nein, es funktioniert! Dann schieß doch mal mit auf die gelben Stellen.
die Scheiße. Oh, Scheiße. Ohne Flachs, da wachsen echt aus diesen komischen Eiergedöns. Ah, verdammt. Diese Necromorphs. Na komm, zeig mir dein Herz. Ich glaube, die Waffe richtet am meisten Schaden an bei ihm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sind wir jetzt tot? Wir sind nicht tot, wir sind eingesogen. Verdauungssystem. Alter. Wir sind in seinem Nervensystem. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Da haben die sich echt mal was richtig Geiles ausgedacht mit dem Biest. Es ist zwar sowas von eklig hier drin, aber ganz ehrlich, das ist doch mal geil, oder? Habe ich auch noch nie in einem Spiel erlebt, dass ich in einem Verdauungssystem einfach mal so bin. Ist mal wieder eine neue Erfahrung. Und passt auch eigentlich zu so einem Riesenviech. So. Seine Knospen sind weg. Tapferkeit im Gedärm haben wir einen Erfolg freigeschaltet. Alter Schwede. Jetzt werden wir wieder ausgeschieden. Ist es tot? Haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Das ist die andere Hälfte unseres Fotos. Tja, aber ich bin froh, dass dieser Sausack tot ist. Deswegen... So. Ich lade alles nachgeladen, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, ich lade alles nochmal nach, aber es ist alles nachgeladen. Kapitel 13, nach den Sternen greifen. Klippen von Volantis. Was ist dieses blöde